How's it? Welcome to Andy's Kitchen. Wir wollen heute hier einen saugutes Pastrami-Sandwich machen. Wir fangen an mit das normale, ein bisschen Schmierbutter. Butter natürlich macht Geschmack, aber nicht zu viel. Gutes Cheddar-Käse. Wir wollen unser lokale und regionale Bauern unterstützen. Daher, wenn wir eine Cheddar Cheese aus Deutschland finden können, der gut ist, werden wir das auch nutzen. Ein gigantisches Pastrami. Man sieht der Pfefferrand. Ich muss hier Class & Peach natürlich erwähnen, weil die dieses Produkt herstellen. Man sieht die Fett drin. Es ist ein bisschen süß, aber mit der Pfeffernote und sehr, sehr dünn geschnitten. Und wenn man dieses auf einen Brötchen belegt, hat man dadurch ein Volumen. Und dieses Volumen zählt zu den Sinnen des Essens. Sehen, aussehen. Und wenn man das Produkt riecht und bekommt dieses Pfeffernote, oh, gigantisch, ich liebe das. So, dazu gehört ein sehr schöner Coleslaw. In einem guten Coleslaw ist Zwiebel, Kraut, ein bisschen Karotten und entweder mit Mayonnaise oder mit Joghurt gemischt. Salz, Pfeffer, keep it simple. Hier habe ich eine Gurke eingelegt in Bourbon. Oh, riecht der Bourbon. So, real American Bourbon, ja. Last but not least, einen schönen Dijon Mustard. Ein echtes, oh, originales Senf. Ich finde das immer besser, wenn man dieses Senf auf das Fleisch macht, weil es schmilzt mit die Käse rein und das ist, was es sehr lecker macht. So, ganz einfach jetzt. Wir machen die zu. Jetzt geht's los mit diesem Produkt in der Grill. Lass es schmecken. Eins, zwei und drei auf der Grill gehen. Wichtig ist, dass die Hitze dieses Käse schmelzt. Das muss in der Mund richtig so sauber sein und die cremiges Geschmack muss hier auf die Seite sein. Und natürlich die salz-süßiges Pfeffernote geht schön über die Zunge nach hinten in der Magen und man ist dann sehr glücklich. Der ist gut. Das ist Yummy Chow. Und Yummy bedeutet lecker und Chow bedeutet Essen in Südafrikanisch.